Ja, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal Money for Future. Es geht natürlich wieder um Money, also um Geld. Und ich habe euch eine Grafik mitgebracht, die ich super interessant finde. Da geht es darum, wie viel Geld eigentlich der Fiskus von uns bekommt, also von unserem Einkommen. Wir springen auch gleich mal rein in die Grafik und dann gehen wir hier mal so ein bisschen durch. Ich habe mir wieder hier was aufgeschrieben und da kann ich euch mal so ein bisschen was zeigen und würde dann euch auch so einzelne Ausschnitte aus dieser Grafik zeigen. Wir gehen wahrscheinlich nicht auf alles ein und auch nicht auf alles im Detail. Ich werde wieder beim Handelsblatt fragen, ob ihr vielleicht einen Zugang bekommt oder dass ihr euch die Grafik nochmal runterladen könnt, dass man sich das nochmal im Detail anschauen kann. Auf jeden Fall super spannend und jetzt geht's los. Ja, der Staat hat insgesamt damit gerechnet, dass er 2019 804 Milliarden Euro einnimmt und 2023 940,7 Milliarden. Und er musste diese Schätzung aber jetzt nach unten revidieren, was natürlich total schade ist, weil man sich gefreut hat auf so viel Geld, was man dann auch irgendwo ausgeben kann und die ganzen Wünsche der Politiker, die sie alle so haben, ob die sinnvoll sind oder nicht, kann man so dahingestellt lassen. Aber dass dieses ganze Geld halt reinkommt, das finde ich, ist schon eine ganz beachtliche Zahl. Also es wird bald über eine Billion Dollar gehen, wenn es dann so über eine Billion Euro gehen, wenn es dann so weitergeht. Und das finde ich natürlich schon bemerkenswert. Man sieht hier auch so ein bisschen, dass es sich abgeflacht hat, weil man davon ausgeht, dass es in den nächsten Jahren einfach wirtschaftlich nicht mehr ganz so rosig ist. Aber jetzt schauen wir uns mal das Wichtigste an. Und zwar, wo steht denn eigentlich Deutschland und wie viel müssen wir von unserem Einkommen eigentlich abdrücken? Und da steht Deutschland leider überhaupt nicht so gut da. Nur noch ein einziges Land ist vor uns und das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Ich habe gedacht, wir würden da so irgendwo im Mittelfeld liegen, aber mittlerweile hat sich das wohl verschoben. Belgien, hier sieht man hier ganz klar auf Platz 1, sogar noch mit ein paar Prozent mehr als Deutschland. Aber dann kommt Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, die sind alle relativ nah beieinander. Aber Deutschland hier auf Platz 2 ist natürlich schon heftig. 49,5% vom Brutto sozusagen gehen erstmal weg. Und dann gucken wir hier mal ein bisschen weiter. Slowakei, Griechenland haben alle natürlich ein bisschen weniger. Niederlande 37,7. Da wird sich der Erik Achterberg freuen. Das ist natürlich ein bisschen angenehmer, wenn man da so wenig Steuern zahlt. Und natürlich die Schweiz auch sehr wenig. Also da war ich überrascht, dass es so wenig ist. Im Durchschnitt zahlt der normale Schweizer 22,2%. Und die Schweiz ist natürlich auch sehr teuer. Das heißt, für den Schweizer an sich ist es schon besser, wenn er nicht so viel Steuern zahlt, weil die Schweiz an sich halt auch sehr teuer ist. Die ganzen Schweizer, sagt man ja immer, die fahren auch immer gerne über die Grenze, wenn die in der Nähe von der Grenze leben und gehen bei Aldi und Lidl in Deutschland einkaufen, weil es da einfach so unfassbar billig ist. Deutschland ist ein sehr günstiges Land, was Lebensmittel angeht. Und dann kann man sich hier auch nochmal anschauen. Einkommenssteuer sind 19,1%, das ist heftig viel in meinen Augen, und Sozialversicherungsbeiträge 20,6%. Und das ist auch schon da, wo der Staat rein investiert bzw. subventioniert. Also es wäre wahrscheinlich sogar noch höher, wenn er das nicht machen würde. OECD-Durchschnitt sieht man hier 15,7% und 9,8% bei Sozialversicherungsbeiträgen. Das ist eigentlich noch so ein humanes Ding. Und wenn man da weiter runter geht, dann sieht man, dass die Schweiz halt relativ günstig ist, wieder mal, und mit 11,2% bei Einkommensteuer und 6,2% bei Sozialversicherungsbeiträgen. Also die scheinen irgendwie was richtig zu machen, weil in der Schweiz, glaube ich, geht es den Leuten auch ziemlich gut und auch das Sozialsystem ist dort nicht ganz so schlecht, ne? Also ich habe viele bekannte Freunde, die auch in die Schweiz gezogen sind und dort jetzt arbeiten und sich da auch sehr wohlfühlen. Hier nochmal die Unternehmensbelastung ist in Deutschland natürlich auch relativ hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Ich hätte jetzt gerne Niederlande nochmal da stehen gehabt, weil die ja auch immer so relativ niedrigen Steuersatz haben. Ich dachte auch immer so 12,5 oder 12% haben die. Aber es ist natürlich schwierig für so ein Land wie Deutschland mit 30% fast dann gegen solche Länder wie Irland anzustinken. Bei den Familien muss ich sagen, ist es natürlich gerecht, wenn die Familien da ein bisschen weniger beisteuern müssen als die ledigen Arbeitnehmer. Aber ja, so alles im Großen und Ganzen ist die Steuerlast wirklich sehr hoch. Man müsste mal wirklich darüber nachdenken, welche Ausgaben vielleicht weniger sinnvoll sind. Also ich denke mal immer so über diese ganzen Subventionen nach, die eigentlich kein Mensch braucht oder nur wenige brauchen.
Die könnte man wahrscheinlich reduzieren und dann könnte man auch für alle anderen nochmal die ganzen Kosten reduzieren, weil man das einfach nicht alles mitfinanzieren muss. Aber ich habe jetzt ganz viel geredet, hoffe, das war nicht zu lang, das Video. Fand es eine coole Grafik. Ich stelle euch das nochmal, wenn ich es bekomme, den Link unten in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr Fragen habt zu diesen Themen oder beziehungsweise wie hoch das bei den einzelnen verschiedenen Einkommen ist. Also wenn ihr ein Einkommen habt, könnt ihr das auch einfach mal nachrechnen, wie viel dann von eurem Brutto abgeht. Das stelle ich euch nochmal hier so einen Link unten rein. Bei nettolohn.de oder so kann man das anschauen. Aber ich stelle euch da nochmal unten so einen kleinen Link dazu rein, dass ihr das auch nochmal selber ausrechnen könnt, wie viel denn eigentlich von eurem Einkommen abgeht. Wenn ihr denn schon ein Einkommen habt, weiß ich ja nicht. Okay, das war es so viel von mir. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao.